Hoffnung auf eine sozialere Gesellschaft, darum gehe es in Chile, erzählt der Musiker Nicolas Miquea. Videos der Proteste zeigen, wie Demonstranten die Lieder von Victor Jara singen. Protestkultur in Chile war schon immer stark mit Musik verbunden. Der chilenischstämmige Liedermacher und Aktivist Nicolas Miquea wurde 1981 während der Zeit der Pinochet-Diktatur geboren. Bestimmte Musik durfte er damals in seinem Elternhaus nicht hören. Mit der Diktatur von damals vergleicht er die gegenwärtige politische Situation in Chile. Die heutigen Proteste in dem südamerikanischen Land seien nur eines von vielen Beispielen weltweit, sagt er. Es gibt Proteste in Ecuador, Libanon, Algerien, überall auf der Welt, wie kreativ man protestieren darf und kann. Die Protestkultur in Chile sei schon immer sehr mit der Kunst und der Musik verbunden gewesen. Der größte Teil der Künstler, die während der Regierungszeit von Allende eine einzigartige Kultur geschaffen haben und diese als Kampfmittel nutzen, durfte man während der Pinochet-Diktatur nicht mehr spielen. Dennoch hatten die Menschen eine Sehnsucht nach ihr. Für mich war diese Musik sehr, sehr wichtig. Ich habe klassische Musik studiert. Nach 15 Jahren des Studiums bin ich zu den Liedermachern zurückgekehrt. Es sind Lieder, wo auch die Texte sehr, sehr wichtig sind. Nach seinem Studium habe er die Musik von Videta Pera oder Victor Jara wiederentdeckt. Chile habe eine große Tradition von Schriftstellern und Dichtern. Die beiden chilenischen Autoren Pablo Neruda und Gabriele Mistra haben Literaturnobelpreise bekommen. Das habe auf die Liedermacher abgefärbt. Die Protestlieder sind nicht nur plakativ, da ist auch viel Poesie drin. Es gäbe auch heute wieder ganz großartige Liedermacher und Liedermacherinnen und Rap-Künstler, aber die meisten Menschen identifizieren sich mit der Musik, die in den 60er, 70er oder 80ern geschrieben wurde. Die chilenische Kultur und Bildung wurde stark zerstört durch die Militärdiktatur. Ein Großteil der besten Kunst wurde verboten und wir sind immer noch dabei, uns als Künstler wiederzufinden. Was nicht so oft angesprochen wurde, sei, dass die Lieder, die vor der Pinochet-Zeit geschrieben wurden, oft die Hoffnung und die Sehnsucht nach dem Sozialismus ausdrücken, den Salvador Allende in sich getragen hat. Diese Lieder, die die Leute jetzt wieder singen, seien Ausdruck einer Hoffnung auf eine sozialere Gesellschaft. Es ist nicht nur Protest, es ist auch sehr viel Hoffnung. Shaki Allah und Venceremo. Danke, Renate. Venceremos.